Die Mittellandhalle 2 in Barleben aufwärmen für die Kreisjugendspiele im Tischtennis. In fast allen Sportarten ruft der Kreissportbund zu diesem Leistungsvergleich auf und aus den Sportvereinen von Haldensleben bis Oschersleben haben die Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen ihre Starter gemeldet. So einem Turnier geht ein hohes Maß an Organisation voraus, doch der TTV Barleben ist hier gut aufgestellt und hat die entsprechenden Staffeln nach den eingegangenen Meldungen schon vorher ausgelost. Die Gruppen waren schon ausgelost, weil man muss ja was vorbereiten. Und die Besten werden versucht, nicht gegeneinander in der Vorrunde spielen zu lassen. Nach der Vorrunde kommen aus jeder Gruppe die zwei Besten weiter und dann geht es in der K.O.-Runde weiter bis zum Endspiel und zum dann feststehenden Sieger. Heute finden die Kreisliga und Jugendspiele statt. Heute spielen wir die Altersklassen A und C. Dann kann es also losgehen mit einer offiziellen Begrüßung durch den Veranstalter und der Ehrenpräsident des Tischtennisverbandes Sachsen-Anhalt lässt sich seine Visite beim Nachwuchs nicht nehmen, denn er weiß, wie wichtig die Förderung der Jugend ist. Das ist eine Sache, die nicht nur für Tischtennis wichtig ist, sondern generell. Wenn wir junge Leute nicht ranbringen an den Tischtennis, denn es irgendwann mal wird es problematisch. Die Eltern hören auf und wenn die Jungen nicht nachkommen, dann ist das schon wirklich kritisch. Deswegen muss man alles versuchen, obwohl ich sagen muss, nebenbei mit, ich bin eine ganze Zeit selbst hier Mitglied gewesen. Ich habe die Nachwuchsarbeit wieder in Gang gesetzt, bis ich gesundheitliche Probleme hatte. Aber ansonsten muss ich sagen, hat Barleben jetzt einen deutlichen Vorsprung herausgearbeitet. Kann man sich nur darüber freuen. Die Barleber Tischtennisspieler haben in allen Altersklassen eine gute Saison gespielt und erhoffen sich daher auch bei den Kreisjugendspielen ein gutes Abschneiden. Ja, heute sind wir mal gespannt. Wir haben einen Nachwuchsspieler, der versucht, einen zweiten Platz zu machen. Wir warten mal ab, wie die Ergebnisse werden. Insgesamt das Leistungsvermögen unserer Spieler ist natürlich toll. Wir sind dieses Jahr Kreispokalsieger geworden im Bördekreis. Unser Nachwuchsjugendteam hat einen zweiten Platz belegt in der Kreisliga, Kreisoberliga der Jugend. Die zweite Mannschaft einen dritten Platz und die Schüler haben auch einen erfolgreichen dritten Platz belegt in der Kreisliga der Schüler. Also wir sind unter den Top 3 im Landkreis Börde und wir hoffen, dass wir schöne Erfolge hier einfahren werden. Insgesamt dauert der Wettbewerb hier 2 Tage. Allein am ersten Wettkampftag haben 70 Spielerinnen und Spieler ihren Start gemeldet. Das Ganze ein Leistungsvergleich, einmal unabhängig vom Ligabetrieb und somit eine wichtige Standortbestimmung für alle Teilnehmer.